Hallo und willkommen zurück zu Secret of Evermore. Wir sind immer noch im Vulkan und ja, wir schauen mal, wo es jetzt weitergeht. Ich glaube, hier das Gebiet hat man soweit erledigt gehabt. Ist ja ganz schön umfangreich hier das Gebiet. Wir werden natürlich auch hier und da mal gucken, weil hier gibt es ja immer noch überall so versteckte Wege. Wir folgen jetzt einfach mal nochmal den Weg, um nochmal genau zu gucken, ob wir auch wirklich alles mitgenommen haben. Autsch. Ich werde mal ein bisschen Heilzauber verwenden, weil ich denke mal, ist momentan ein bisschen besser als die Kräuter rauszuhauen. Der Soundtrack erinnert mich aber so enorm an Super Metroid. Auch ein super gutes Spiel. Ich denke mal sogar, dass ich das auch mal LP'en werde. Apropos LP'en, ich habe da vor kurzem was Schönes wieder reinbekommen, was dann bald dann auch als Let's Play kommen wird. Und zwar wird das kommen, nachdem dann Alundra dann durch ist. Kurz, weil ich jetzt nicht mehr so viele Let's Plays machen am Stück. Aber ich denke mal, Ark wird jetzt auch nicht mehr ganz so lange laufen. In erster Linie Interesse scheint nicht ganz so groß zu sein und ja, es ist jetzt auch, ich sag mal, nicht so viel. Es ist eher so ein kleiner Guide für den Einstieg. Ich denke mal, wir werden noch das Haus fertig bauen. Ich werde dann hier und da noch die wichtigsten Sachen machen. Hier und da noch ein paar kleine Tipps und Erklärungen geben und dann denke ich mal, sind wir auch durch fürs Erste. Ich glaube, hier war ja nur dieser... Ah, genau. Dieser Mini-Boss, wenn man so will. Hundi, das ist momentan ein schlechter Moment zum Schnüffeln, wenn wir gerade in einem Bossfight sind. Weiter unten ist das. Gut zu wissen, hier kann man Pfeffer farmen. Sogar noch ein Level abbekommen. Ich glaube, wir machen den nochmal. Dass wir noch ein bisschen Pfeffer rausholen, weil ich denke mal, das werden wir noch öfters brauchen. Das spart uns auf jeden Fall immer den ganzen Weg. Pfeffer. Wir haben nur zweimal Pfeffer. Okay. Also wir werden jetzt hier noch ein bisschen abfarmen und dann machen wir weiter. Das war nix. Das ist so, wenn wir hier den gerade abfarmen, haben wir dann später nicht das Problem, dass wir jedes Mal durch das ganze Sumpfgebiet latschen müssen, um dann Pfeffer zu kriegen. Ja, perfekt. Also wir kriegen auf jeden Fall wirklich jedes Mal einen Pfeffer dazu. Ich würde sagen, wir machen 10 Stück. Dann haben wir erstmal ein bisschen Vorrat und dann machen wir den Rest des Dungeons hier fertig. Ist jetzt zwar, wie gesagt, nichts Besonderes, aber...
Das ist so mal ein bisschen XP für uns und gleichzeitig noch ein bisschen Arbeit, was wir uns sparen an Farmerei dann. Beziehungsweise, wir sparen uns eine Menge Weg. Den werden wir jetzt, wie gesagt, weiterfahren, bis wir 10 Stück haben und dann machen wir, dann schauen wir mal, was uns hier in dem Dungeon für einen Boss erwartet. Na komm. Kann man stehen lassen. Es ist nicht so wichtig, dass wir den killen. Das ist natürlich genau in den Speer reingesprungen. Wieso reingerollt? Sehr schön. Hat das noch was gedroppt? Blätter haben wir nicht voll, also sammeln wir so schon ein. Noch mal ein Blatt dazu, sehr schön. Sag mal, groß hochleveln müssen wir uns das hier nicht unbedingt, aber ich habe halt keine Lust, jedes Mal durch den Sumpf zu latschen. Voll daneben. Na, also jedes Mal die Animation kommt, das dauert natürlich jedes Mal. Gut, wir hätten uns auch beide heilen können. Aber das hätte halt auch wieder Zeit gekostet. Ich möchte es halt nach Möglichkeit schnell machen. Deswegen kriegen wir auch so viel auf die Backen. Gut, dass wir leveln auch unsere Waffenfertigkeit. Wodurch wir dann vielleicht bald auch mal auf Stufe 2 kommen mit dem Speer. Lass uns stehen. Naja, wir wollten ihn stehen lassen, aber nein. Er will natürlich lieber eins auf die Backen. Dann kriegt er halt eins auf die Backen. Na komm, greif schon an, Lucky. Okay, wir können jetzt hier die chinesischen 8-mal verwenden, das heißt, wir machen jetzt noch 2. Dann haben wir unsere 10, damit kommen wir auf jeden Fall erstmal weiter. Und wir haben uns auf jeden Fall eine Menge Latscherei gespart. Das war voll daneben. Letzte Runde und dann geht's weiter für euch. Versucht natürlich nach Möglichkeit nicht so viel zu farmen, aber das war jetzt mal nötig, sage ich mal. Auf jeden Fall hätte es länger gedauert, jedes Mal für einen Pfeffer dann zurückzulatschen.
als jetzt den Kram mal kurz hier zu fahren. Natürlich auch voll daneben. Ah, diese Echsenmenschen sind etwas hartnäckig. Na komm, Lucky. Fass. Gut. Das reicht an Pfeffer. Der Krafttauch sollte auch bald schon die nächste Stufe erreichen. Oh, reicht noch nicht mal mehr für den Vollheal. Ich hoffe, man hört jetzt die Autos nicht so im Hintergrund. Ich hatte ein bisschen die Fenster aufgemacht, weil es relativ warm hier ist. Die Gegner lassen wir mal stehen fürs Erste. Ja. Sollte auch richtig abbiegen. Wir haben aber immer noch nicht diese den Weg gefunden zu diesem einen zu diesem einen Kürbis da. Das war wieder falsch. Speeden hier mal so ein bisschen durch. Ups. Auch wenn der Hund stehen bleibt, ist es nicht so schlimm. Im Gegensatz zu Secret of Mana werden die ja wird er ja nachgeportet. Wow. Wo immer wir gelandet sind, wir müssen wahrscheinlich noch mal ein paar Mal da durchreisen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Also gegen den Strom laufen bringt nichts. Na. Mal sehen, wo wir hier landen. Nochmal bei etwas Lehm. Gut gemacht, Hund. Nehmen wir mal eine weiter. Mal sehen, wo wir hier landen. Im anderen Raum befindet sich ein Schalter. Wenn wir diesen Schalter betätigen, können wir dadurch vielleicht die Tür öffnen. Ah. Damit haben wir auch unser Ziel gerade genannt bekommen. Müssen wir nur kaum schauen, wie wir da landen. Ganz schön verwinkelt hier. Und wir sind gelandet. Ja, hier ist nichts. Das war einmal falsch. Müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie alles mitgenommen kriegen. Was gar nicht so einfach ist bei dem verwickelten Kram.
Da waren wir schon rein. Ich glaube, hier oben waren wir auch schon rein. Naja, genau. Also, das ist der Weg, den wir später gehen müssen. Hier dann rechts rein. Ich glaub, hier gehen wir mal nach gerade oben. Dann schauen wir mal, wo wir hier landen. Autsch, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ein kleiner Rappe Daken. Na, hoch da. Darum. Okay, da waren wir auch. Zugegeben, es ist jetzt ziemlich planlos, wirkt das Ganze, aber ich versuche schon nach und nach Korridor für Korridor abzulaufen. Also, es ist schon ein bisschen Plan dahinter, was ich da mache. Na, hier hoch. Okay, also das ist nur ein anderer Weg zu der Tür. Na, na. Bisschen Buttmashing. So. Hier lang, da lang, gerade hoch. Hier wieder hoch. Halt, stopp. Da wollen wir rein. Na. Ah, geschafft. Jetzt sind wir... Naja. Zumindest wieder in einem Raum mit Gegenständen. Sind zwar noch nicht am Ziel, aber... Hoch. Hoch, sage ich doch. Wieder hoch. Weiter hoch. Wo landen wir denn hier? Bei einem Raptor. Tschüss. Wie gesagt, das hat alles Sinn, was wir hier machen. Wollen ja nach Möglichkeit alles mitnehmen. Hier weiter hoch. Wo wir hier landen. Waren wir auch schon. Ah, hier ist wirklich nur der eine Weg. Okay. Ich denke mal, wir werden gleich den linken Weg mal nehmen vom Rohr her. Und dann mal schauen, wo wir da landen. Ja, da hätte ich abbiegen müssen. So ist auch nicht so schlimm. Also rechtes Rohr geradeaus durch ist der Weg, der weiterführt. Später. Da führt auch nur in Sackgasse. Hier runter. Oh ne, das ist der lange Weg. Na, da kommen wir auch wieder hoch. Thank you.
Das war ein bisschen umständlich, aber es geht ja. Ich wollte nämlich eigentlich weiter nach rechts. So, dann sollten wir hier auf der Seite alles durchhaben. Gut, dann nehmen wir jetzt die linke Seite. Wir haben rechts erstmal alles durch. Direkt links, da waren wir glaube ich eben auch schon drin. Ja. Gehen wir mal den unteren Weg. Sehen, wo wir hier landen. Bisschen Wachs. Da waren wir zumindest noch nicht gewesen. Ups, sorry. Na, da will ich nicht lang. Den oberen Weg mal. Dann nach rechts. Die möchte ich ehrlich gesagt gerne auslassen. Mal nach links schauen. Bis jetzt haben wir noch nicht den Raum gefunden, wo der eine mit dem Schalter ist. Das ist auf jeden Fall ganz schön verwirrend hier. Okay, hier waren wir auch schon. Ach ne, hier waren wir schon. Hätten wir weiter nach unten müssen. Na, ist das Problem, dass auch alles gleich aussieht. Das macht es nicht unbedingt leichter. Hier landen. Ja, dasselbe, nur von der anderen Seite. Irgendeines für Rohre wird es sein. Muss nur gucken, welches. So, wir müssen auf jeden Fall hier weiter. Hier weiter. Gut, wir sind jetzt ja komplette Rohr gefolgt und sind wieder an dem Punkt, wo wir schon waren. Okay. Wir müssen auf jeden Fall da, wo die Lichter drin sind. Zu dem Basen. Das sieht nämlich jetzt zumindest sehr markiert aus. Okay, da waren wir auch schon drin.
waren wir auch schon drin. Ganz schön verwirrend hier. Na, direkt links ist ja nur der Weg nach unten. Da müssen wir rein. Hier unten. Die Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Da geht es nur runter. Man soll nicht viel Schaden, die Dinger, aber die sind ein bisschen nervig. Ja, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ah, hier ist aber nichts. Okay, ich habe jetzt so etwa einen Weg, den wir reisen müssen. Oberste war schon mal richtig der Weg, nur dann nach oben. Hier nach links, gucken wir mal hier lang. Okay. Das ist nix. Sorry, dass das hier ein bisschen dauert, aber das ist der Nachteil hat am Blind. Man hat keine Ahnung, wo es lang geht. Ups. Ah, ich glaube, das geht schneller, wenn wir einfach irgendwo reinhüpfen. Da waren wir auch schon. Da unten waren wir auch schon. Da waren wir eben drin. Na, ich glaube, jetzt sind wir richtig. Wir sind richtig. Aua, hey, Vorsicht, ich werde dir nichts tun. Nicht alle Echsen sind bösartig, ich bin euch gut gesinnt. Früher waren alle Echsen friedlich. Doch sie wurden Opfer des Bösen. Eine fremde Kraft mit uns Raptoren und Echsen für ihre Zwecke. Bekämpfe das Böse, wir werden eine neue Chance bekommen. Möchtest du den Spielstand speichern? Ja. Wiedersehen. Okay. Naja. War jetzt ehrlich gesagt nicht so zu rechnen mit, dass er dann für sich nett ist. Ich hatte eigentlich gedacht, er kriegt jetzt eins auf die Backen von mir. Okay. Ja, das sieht ja ziemlich bossig aus, meiner Meinung nach. Hallo, Zwerg. Feuerauge? Hast du gerufen? Hey Süße, was willst du hier? Wer bist du denn du? Rate mal, ich bin dein böses Ich. Und ich werde dich vernichten. So heiß der Vulkan auch sein mag. Die Außentemperatur wird sinken. Weil ich die Hitzequelle ausschalten werde. Die Eiszeit wird kommen und mein Dorf wird sterben. Du kombiniert Hasenhirn. Dann werde ich mit meinen Echsen die Welt regieren. Ich würde mich gerne noch mit dir unterhalten, Schätzchen, aber ich habe noch viel zu tun. Also halt die Ohren steif, du wirst jetzt verschwinden. Sag Hallo zum Schmusetierchen. Ah ah. So.
da das ein Bossfight ist, stellen wir ihn auf Aggro und auf Full Power. Au. Au. Der sieht ja cool aus, der Boss. Hat was. Autsch. Wir werden uns auf jeden Fall mal bei Bossfight ein bisschen hochpushen. Wir werden natürlich die alte Variante wählen und uns erstmal ein bisschen auf den einschießen, dass er ein bisschen weniger Verteidigung hat etc. Okay, Feuer ist gar keine gute Idee, das heilt ihn. Ist gerade erstmal ein bisschen so den Support. Okay, da heilt sich jedes Mal in der Lava. Perfekto, 900 Krallen. Und Lucky in Level Up. Gut, in dem Kampf war ich wohl eher mehr der Supporter als der DD. Okay, okay, wir haben die Schlacht verloren, Erik. Aber sicher, aber nicht den Krieg. Ihr wollt Hitze? Kein Problem. Bis bald. Oh oh. Ah, die typische Animation aus Hero of Ever, Mana, wo man die Kanonenbrüder besucht hat, um Orte zu erreichen. Das Blöde ist, jetzt haben wir da immer noch eine Truhe und ich weiß nicht, ob wir da nochmal rankommen. Ich hoffe, wir kommen da nochmal dran. Stunden später. Ich werde auch sicher aber einen zweiten Spielstand anlegen. Oh oh, unser Hund ist weg. Boah, nun weiß ich, wie sich der Typ in der blaue Hai gefühlt haben muss. Ich hoffe nur, dass der Hai ausbleibt. Hm, kein Zeichen von Lucky. Lucky? Wo steckst du?
Sollte mich hier mal umschauen. Okay, wo auch immer wir gelandet sind. Sieht ziemlich idyllisch aus. Okay. Au. Okay. Das war kein NPC, das war leider ein Gegner. Gut zu wissen. Gucken wir mal links, ob da auch nur Hau drauf ist. Ja, gut, hier geht's auch weiter. Okay, wir haben dann links und rechts einen Weg. Aber erstmal sehen wir uns hier in dem Gebiet nochmal ein bisschen genauer um. Das Schiff werden wir auf jeden Fall auch noch erkunden, aber erstmal möchte ich mich hier mal umschauen. Was haben wir denn hier? Ich habe verschiedene Dinge im Angebot. Ja, mache ich sogar ein Sonderangebot. Wie kann ich dir helfen? Okay, also wir müssen auf jeden Fall erstmal das Geld wechseln, damit wir weitermachen können. Einkaufen. Du hast genug Nektar. Moment. Nektar ist ja ein bisschen was wert. Verkaufen wir lieber das Nektar und... Okay, also die Dinger kann man nicht nutzen. Also hier ist anscheinend nur der normale Händler für so Kleinkram. Auf der anderen Seite der Büste befindet sich eine Stadt. Vielleicht gelingt es dir, Charon, die Geisterpiraten, um eine Überfahrt zu bitten. Okay. Der Herrscher hat eine Belohnung auf die Schätze ausgesetzt. Ich suche auch danach. Du hast genug Nektar. Leben gefunden. Seit dem Anstieg der Fluten haben sich nicht viele Leute hier verirrt. Man erzählte mir von einem riesigen Pyramide auf der anderen Seite des Flusses. Der Kolosia-Tempel liegt auf der anderen Flussseite im Norden. Und man sagt, die Wände seien nicht so stabil, wie sie scheinen. Sobald die Flug zurückgeht, werde ich mich auf Schatzsuche begeben. Oh, okay. Also wir sollten die Leute auch mehrfach anquatschen, sehe ich gerade. Okay, der sagt nichts Neues. Wir werden auch nochmal Nektar verkaufen. Besser als zu verschwenden. Ich denke nämlich mal, dass wir noch eine Menge Geld brauchen für Ausrüstung zu kaufen. Zumindest wenn es genauso ist wie bei Secret of Mana, werden die Ausrüstung nämlich ganz schön teuer mit der Zeit. Hm. Okay. Einmal ein Aufzug. Gut, wir gucken mal hier unten in den Schiffbug rein, was da ist. Die Schätze der Westküste sind wertvoll und rar. Der Herrscher von Alelachma hat eine Belohnung auf sie ausgesetzt. Falls ich die Klunker finde, behalte ich sie. Okay, sag immer das Gleiche. Hier in Krotzgrübe herrschen raue Sitten. Doch die Jungs an der Westküste sind noch härter drauf. Es gibt Geschichten über einen wertvollen Schatz auf der anderen Seite des Flusses. Wenn ich meinen Schnupf ausgerührt habe, werde ich danach suchen, vielleicht. Ah, dieses Zeug ist schrecklich. Okay, wir hatten den ja angequatscht. Wieso sagt mir nicht, dass du auch nach dem Schatz suchst, oder? Wir brauchen hier nicht noch mehr Abenteurer. Hau ab, du störst. Ich muss mich konzentrieren. Was ist? Möchtest du mitmachen? Mein Bruder Erwin ist der stärkste Mann weit und breit. Zurzeit lebt er in Alelachma und arbeitet auf Bazar als Lachnummer.
Bruder Erwin ist der stärkste Mann weit und breit. Irgendwie tut er mir leid. Wachs gefunden. Oh. Okay, also diese Behältnisse sind anscheinend auch zum Looten da. Dann sollten wir vielleicht nochmal genauer gucken. Weil von den Dingern standen noch ein paar mehr rum. Sorry fürs Doppellaufen, aber... Okay, da war nichts drin. Aber, vielleicht ist da hinten weiter rechts was. Nö. Okay. Sorry. Die alle hier mit einem Anker rumrennen. Ah, hier ist auch nichts. Ich gucke lieber mal doppelt nach, als dass wir am Ende was übersehen. Ich hoffe schon nicht, dass wir was übersehen haben mit der anderen Sache da. Es gibt den an den westlichen Ufern Schätze zu finden. Ich werde derjenige sein, der sie findet. Okay. Wasser gefunden. Ich glaube, hier können wir übernachten. Das sieht zumindest ganz danach aus. Hallihallo, willkommen in diesem Hotel. Ruh dich doch aus. Kostet dich nur 20 Steine. Oh Gott. Ich würde sagen, wir erkunden hier noch den Rest von dem Gebiet und dann erst werden wir dann auch Feierabend machen. Dann habt ihr mal eine etwas längere Folge. Und dann können wir nämlich beim nächsten Mal direkt weitermachen. Du bist neu hier im Kotzgrübe, oder? Die Leute hier sind ganz nett. Auf der anderen Seite des Flusses steht, sieht das schon wieder anders aus. Ganz oben ist ja auch noch einer. Und den können wir nicht wirklich quatschen. Hey, Rubengesicht. Sicher suchst du nach Rüstungsteilen. Da bist du hier richtig. Wie kann ich dir helfen? Jo. Bronzehelm, Bronzerüstung. Ja, dann rüsten wir uns mal komplett aus. Oh, direkt auf 12 hoch. Boah, ist ordentlich. Da geht einiges an Verteidigung hoch. Na gut, hätten wir hier eigentlich direkt reingehen können. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nochmal noch ein Save und dann Feierabend. Haben wir ja ganz ordentlich was geschafft heute. Ja, wir speichern nur. Gut, dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter, wenn es hier heißt Let's Play Secret of Evermore. Bis denn dann. Tschüss.